Der Wirecard-Skandal hat tausende Anleger um ihr Erspartes gebracht. Er hat Mitarbeiter den Arbeitsplatz gekostet, hat das Vertrauen in den Finanzplatz nachhaltig geschädigt. Es ist daher wichtig, dass Strafverfolgungsbehörden gegen die Täter dieses Milliardenbetrugs mit aller Härte vorgehen, sie anklagen, sie bestrafen. Es ist aber ebenso wichtig, dass das Parlament mit diesem Untersuchungsausschuss den Sachverhalt aufgeklärt hat, dass auch eine Antwort auf die Frage politischer Verantwortung gegeben wird und dass Lehren aus dem Skandal gezogen werden, gesetzgeberisch. Bei der Abschlussprüfung wurden Fehler gemacht. Die Prüfungsgesellschaft EY hätte nicht jahrelang uneingeschränkt Testate erteilen dürfen. Auf Initiative der Union haben wir mit Unterstützung eines Teams aus Wirtschaftsprüfern die Versäumnisse offengelegt, etwa im Umgang mit dem betrügerischen Drittpartnergeschäft oder mit den nicht vorhandenen Milliarden auf Treuhandkonten. Mein Kollege Fritz Günster wird darauf gleich näher eingehen, auf das Prüfungsversagen von EY und auch auf das Kommunikationsdesaster der Prüfungsgesellschaft. Für uns als Unionsfraktion steht fest, die politische Verantwortung für den Wirecard-Skandal tragen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Führung des Bundesfinanzministeriums. Herr Scholz hat sich als schweigender Minister präsentiert mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken. Sein Ministerium ist vor allem durch verspätete Aktenlieferungen und fadenscheinige Ausreden aufgefallen, ein teilweise respektloser Umgang auch mit dem Parlament. Von der angekündigten Transparenzoffensive des Ministers ist nichts übrig geblieben. Sie war Schall und Rauch. Der SPD ging es von Anfang an darum, ihren Kanzlerkandidaten zu schützen. Deshalb hat man dort weniger auf die Hauptverantwortung bei der BaFin geschaut und mehr auf Strafverfolgungsbehörden, auf EY und auf Lobbyisten, mit dem durchschaubaren Ziel, den eigenen Kanzlerkandidaten aus der Schusslinie zu nehmen. Auch dort haben wir kritisch hingeschaut, im Übrigen unabhängig vom Parteibuch der Zeugen. Und es gab eklatante Fehler bei staatlichen Behörden. Im Zentrum des multiplen Aufsichtsversagens steht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. BaFin und Bundesfinanzministerium haben sich jahrelang in einem Aufsichtstiefschlaf befunden. In vielen Bereichen blieb die BaFin untätig und stellte sich dann mit dem fatalen Leerverkaufsverbot und der Anzeige gegen Journalisten im Frühjahr 2019 sogar auf die Seite von Wirecard, aller Hinweise auf Unregelmäßigkeiten zum Trotz. Dem Markt wurde durch diese Entscheidung, die BaFin gegen die Bedenken der Bundesbank durchsetzte, suggeriert, dass bei Wirecard alles in Ordnung sei. Investoren, Anleger, Banken wähnten sich in der Folge in trügerischer Sicherheit. Viele Zeugen haben uns berichtet, dass sie das Leerverkaufsverbot der BaFin quasi als Gütesiegel zugunsten von Wirecard verstanden haben. Dies geschah mit Wissen des Bundesfinanzministeriums, dessen Rechts- und Fachaufsicht die BaFin unterliegt. Das Leerverkaufsverbot der BaFin ist der schwerwiegendste Aufsichtsfehler in der Causa Wirecard. Das Finanzministerium hätte beim Leerverkaufsverbot eingreifen können und müssen. Der Untersuchungsausschuss hat zu vielen personellen Konsequenzen geführt. Bei der BaFin-Führung, beim Abschlussprüfer, bei der APAS, bei der DPR etc. Das zuständige Ministerium, bei dem dieser Skandal politisch zusammenläuft, duckt sich weg. Anstatt sich der Verantwortung zu stellen, sucht Olaf Scholz Fehler und Schuldige nur dort, wo er selbst und sein Ministerium nicht beteiligt sind. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Geschädigten von Wirecard. Nach intensiven Beratungen hat der Deutsche Bundestag im Mai das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, das FISG, verabschiedet, das ganz wesentlich auch die Handschrift unserer Unionsfraktion trägt. Der gemeinsame Entwurf von Finanz- und Justizministerium ging stellenweise nicht weit genug, teilweise sogar in die falsche Richtung. Beispielsweise beim zweistufigen Enforcement-Verfahren. Das hat im Fall Wirecard versagt. Dennoch wollte Olaf Scholz an diesem dysfunktionalen System festhalten. Und die mit der Prüfung der Wirecard beauftragte DPR besaß eben nicht die forensischen Möglichkeiten, um Bilanzbetrug aufzudecken, obwohl das BMF von Beginn an die DPR-Prüfung informiert war und auch Staatssekretär Kukies den Verfahrensstand genau kannte, blieben BaFin und BMF untätig. Gesetzänderungen alleine sind noch lange kein Garant für effektive Aufsicht.
Hierfür ist ein Kulturwandel dringend erforderlich, mehr hinsehen, weniger wegsehen. Diesen Kulturwandel haben wir mit den gesetzgeberischen Änderungen angestoßen, ihn zu forcieren und die BaFin zu einer schlagfertigen, selbstbewussten Aufsicht aufzubauen, wird nun eine zentrale Aufgabe des designierten BaFin-Chefs Mark Branson sein. Dabei werden wir als Union ihn auch mit Kräften unterstützen. Der Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses ist vor allem kein Freispruch für den Bundesfinanzminister. Dass die Frage der politischen Verantwortung im Fall Wirecard im Abschlussbericht ausgespart bleibt, ist ein bedauerliches Ergebnis unserer Koalition, nämlich der SPD-Aktion Weißwäsche für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Der Wirecard-Skandal ist von der Opposition mehrfach als Staatsversagen bewertet worden. Nach meiner Meinung greift das zu kurz. Was wir gesehen haben, ist ein komplettes Aufsichts- und Kontrollversagen. Auch das macht der Fall Wirecard besonders. Es bleibt aber auch festzuhalten, man hat es den Tätern viel, viel zu leicht gemacht. Angefangen vom Wirecard-Aufsichtsrat über die Wirtschaftsprüfer von EY, die Finanzaufsicht BaFin, bis hin zum Bundesfinanzministerium und den anderen Ministerien, wo man eine konsequente Rechts- und Fachaufsicht versäumt hat. Die Versäumnisse im Zuständigkeitsbereich des Bundesfinanzministers sind besonders unübersehbar. Die FIU saß auf Hinweisen auf Insiderhandel, Bilanzbetrug und Marktmanipulation im Zusammenhang mit Wirecard und erkannte einfach die Brisanz der schon seit längeren vorliegenden Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nicht. Am Ende wurden die Meldungen viel zu spät weitergeleitet. Es gab keine Kommunikation mit dem Bundesfinanzministerium. Was die FIU als irrelevant bewertete, stellt sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft heute als hochrelevantes Material dar. Ähnlich sieht es bei der BaFin aus. Statt nach Möglichkeiten zu suchen, im Zuge der Aufsicht Kontrolle auszuüben, suchte man dort nach Gründen, nichts oder möglichst wenig zu tun. Das Ergebnis war am Ende, wie wir heute wissen, katastrophal. Die BaFin folgte völlig unkritisch dem von Wirecard geschaffenen Märchen, das Unternehmen sei Opfer einer Verschwörung von Leerverkäufern und Finanzmedien. Es gab eine Stimmungsmache gegen Anleger generell. Wir konnten nachweisen, dass am 15. Februar 2019, also 3 Tage vor dem Erlass, die Büroleitung von Minister Scholz informiert wurde. Er behauptet erst aus der Presse, also am 20. Februar, 4 Tage später, über das Leerverkaufsverbot informiert war. Nach meiner Meinung ist das wenig glaubwürdig. Herr Scholz sagt hier nach meiner Ansicht nicht die Wahrheit. Dies alles gehört zu den politischen Verantwortungsbereichen vom Bundesfinanzminister. Nach meiner Ansicht hat er jeglichen Glaubwürdigkeitsbonus verloren. Um die Arbeit der Wirtschaftsprüfer aufzubereiten, hat der Untersuchungsausschuss bekanntlich einen Ermittlungsbeauftragten für die Tätigkeit von EY berufen. Der Wambach-Bericht ist sehr erhellend und der Kollege Günzler wird darauf eingehen. Wir haben jetzt von Verwaltungsgericht Berlin eine Aufforderung gegen den Ausschuss in Marsch gesetzt, dass der ehemalige EY-Prüfer, der 2017 und 2018 das Testat gegeben hat, dass Herr Andreas Lötscher die Nennung seines Namens im Untersuchungsausschuss verhindern möchte. Das bezeichnet das Vorgehen von EY, das letzten Endes immer sehr arrogant sich über den Gesetzgeber, über das Verfassungsorgan Deutscher Bundestag stellen wollte und mit uns am Anfang Katz und Maus spielen wollte. Und wir weisen das zurück. Nach § 44 Grundgesetz ist es nicht möglich, einen Untersuchungsausschuss von Seiten eines Verwaltungsgerichts zu bestimmen. Und ich bin sicher, dieser Untersuchungsausschuss hat hier ein Zeichen gesetzt. Und ich denke, dass es notwendig gemacht hätte,
eine Entschuldigung bei den Geschädigten hervorzurufen durch die verantwortlichen Amtsinhaber. Trotz des hohen Schadens will keiner Verantwortung übernehmen. Damit geht weiteres Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik verloren. Politische Amtsträger stehen besonders im Fokus und sollten immer eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Leider ist festzustellen, dass nicht alle diesen selbstverständlichen Grundsatz in der Politik in unserer Wirtschaftsordnung teilen. Eine Entschuldigung oder wenigstens ein Bedauern wäre das Mindeste gewesen, was ich auch für angemessen gehalten habe, auch in meiner Erfahrung als 27 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Ist das ein Niedergang, dass man sich nicht entschuldigt für eine solche Verantwortung, die man zu tragen hat? Vielen Dank.